Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Astrologiebeitrag Sternenzeit für den Monat März 2022. Und dann wollen wir doch mal schauen, wie die Sterne diesen Monat so stehen werden. Wir hatten ja bereits im Februar sehr schöne Konstellationen, die wieder ein bisschen Leben in das Ganze gebracht haben. Wo es mehr um Lebendigkeit ging, es ging darum, dass irgendwie was Neues kommt und neue Horizonte entdeckt werden wollen. Man ging auf Visionssuche. Das Männliche und das Weibliche haben eine große Rolle gespielt. Und das geht diesen Monat auch so weiter. Zunächst einmal wird dieser Monat im März mit einem wunderschönen Neumond in den Fischen eingeläutet am 2.3. Und dieser Neumond wird in Konjunktion mit Glücksplaneten Jupiter stehen. Und wir können uns vorstellen, also bei der Fische-Energie, so wie wir es jetzt auch im Moment haben, dadurch, dass Jupiter in den Fischen ist, wird da ein Bereich, der Bereich der Fische eben vergrößert. Ja? Und Neumond, ich sage es auch immer wieder in meinen Neumond-Orakeln, das ist ein Zyklus, der jetzt beginnt und der geht dann 28 Tage bis zum nächsten Neumond. Und das bedeutet eben, beim Neumond in den Fischen geht es darum, dass du den Zyklus über, also die nächsten 28 Tage, dass die Bereiche sowas wie zum Beispiel Spiritualität, aber auch die Emotionen, die Gefühle, die Kreativität, die Intuition, sowas wie Nächstenliebe, ja, das Thema Verbundenheit. Fische ist ein Zeichen von allumfassender göttlicher Liebe. Also all diese Bereiche werden da eben beleuchtet. Da wird irgendwie was Neues starten. Und dadurch, dass das Ganze dann auch in Konjunktion mit Jupiter stattfindet, ist das schon was Besonderes. Das heißt, das Ganze wird irgendwie vergrößert und hat irgendwie was von einem Wunder. Ich persönlich glaube, dass dieser Neumond nicht nur für dich persönlich Auswirkungen haben wird, sondern ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass da ein neuer Zyklus im März eingeläutet wird, der uns auch auf Mundanebene begleitet, also sprich in der ganzen Welt. Ich kann mir vorstellen, dass es auch in irgendeiner Form, und jetzt kommen wir zum nächsten Aspekt, den dieser Neumond mit sich bringt, der steht nämlich im Sextil zu dem Planeten Uranus. Und Uranus bringt Veränderungen, der will Sachen umkrempeln, der möchte was ganz Neues, das ist der, der in die Zukunft geht, der bricht das ganze Alte weg und bringt eben was Neues mit sich. Und man möchte, dass sich was verändert. Und ich glaube, dass dieser Neumond einen Zyklus einläutet, wo wir wirklich, wo es in einer Form um Öffnung geht. Sprich einmal um Herzöffnung, persönlich, aber auch mundan gesehen. Vielleicht, dass die Menschen irgendwie mehr auf Nächstenliebe achten, auf das Miteinander. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es zu einer plötzlichen Wende kommt. Also sprich, dass das Geschehen, was jetzt gerade eben aktuell da ist, dass sich was öffnet. Also dass es weggeht von den Restriktionen, von den Regeln, von den Einschränkungen und dass sich irgendwie was Neues ergibt, was schon fast an ein Wunder grenzt, beziehungsweise irgendwie was noch nicht da gewesen ist, mit sich bringt, irgendwie was Neues. Es kann aber auch gut sein, dadurch, dass die Fische-Energie eben auch so ein bisschen die Tendenz mit sich bringt, die Sachen nicht ganz klar zu sehen, verschwommen zu sehen, dass es in der Form irgendwie was Illusorisches mit sich bringen könnte. Also Achtung auch vor Täuschungen, vor zu hohen Erwartungen, denn die könnten eben auch, man könnte danach merken, okay, vielleicht habe ich mich selbst auch getäuscht. Ich glaube aber, dass diese Zeit den Fokus darauf setzt, dass wir uns mit unserer Herzenergie beschäftigen, also mit unserem Herzchakra, dass es um die Herzöffnung geht, dass es um unsere Emotionen geht, dass auch irgendwie das Gefühl in einer Form Ausdruckskraft finden kann, sei es nun in zwischenmenschlichen Beziehungen oder in deiner Kreativität zum Beispiel, ne? Also perfekter Neumond für diejenigen, die im spirituellen Bereich arbeiten, aber auch diejenigen, die im kreativen Bereich tätig sind. Zum Beispiel Musik, Kunst, was auch immer. Dafür ist diese Zeit wirklich ideal. Ja, und der Venus-Mars-Zyklus wird jetzt auch weitergeführt in diesem Monat. Ich habe es schon im Februar gesagt,
Da hatten wir die erste Konjunktion zwischen Venus und Mars am 16.02. Da geht es um das männliche und das weibliche Prinzip, was sich miteinander verbunden hat im Steinbock. Und das Spannende ist jetzt, dass am 3.03., also direkt einen Tag nach dem Neumond, man könnte fast sagen, dass diese Energie schon mit dem Neumond mit einsteigt, dass diese beiden Planeten sich mit dem Planeten Pluto verbinden werden. Und bei einer Venus-Mars-Konjunktion, ja, da kann es eben darum gehen, das Weibliche, das Männliche verbindet sich, also sprich, dass das eine ideale Zeit ist für Liebe, dass man sich verlieben kann. Das Ganze hat auch irgendwie eine erotische Note. Aber es kann auch sein, dass dadurch, dass sich das Männliche und das Weibliche verbinden, dadurch, dass es Gegensätze sind, dass es auch zu Streitereien kommen kann, zu Konflikten in Partnerschaften. Ne? Also dass irgendwie, ich sag mal so, die Reibung ist hoch, sei es nun in einer positiven Richtung oder sei es in einer negativen Richtung. Es kann sich in beiden Seiten, auf beiden Seiten bemerkbar machen. Und dadurch, dass die Konjunktion dann mit Pluto stattfindet, bekommt das Ganze nochmal eine tiefere Note, beziehungsweise beleuchtet dann auch tiefer gehende Themen. Das könnte also auch bedeuten, dass es in einer Form um Schattenthemen geht, dass in Beziehungen Schattenthemen aufkommen. Sowas wie zum Beispiel Eifersucht, Kontrollsucht. Das wären solche Aspekte, die Schwierigkeiten mit sich bringen könnten. Aber es ist eben auch möglich, dadurch, dass Pluto eben die Tiefe ist, aber auch irgendwie was Magisches hat, wäre das zum Beispiel sowas wie die magische Liebe, die Liebe, die besonders tief geht und ja, auch eine starke, erotische, geheimnisvolle Komponente mit sich bringt. Die Venus-Mars-Konjunktion, ich habe es ja schon im letzten Video gesagt für den Februar, es wird nicht bei der einen im Steinbock bleiben, es wird noch eine im Wassermann geben. Und das wird dann am 6.3. geschehen. Und das Spannende ist, im Februar hatten wir die Konjunktion im Steinbock. Da ging es mehr um die Stabilität, um Sicherheit in Beziehungen, dass es wirklich um langfristige Themen geht. Dass es darum geht, sich was aufzubauen, was zu konkretisieren. Und jetzt im ersten Grad des Wassermanns geht das Ganze eher in eine frische, in eine neue Richtung. Das heißt, es geht mehr um die Themen Freiheit, Unabhängigkeit. Es geht um jeden individuell. Was ist die individuelle Ausdruckskraft? Es geht um das Individuum innerhalb der Beziehung. Also nicht so sehr dann unbedingt um das Miteinander, das tiefe Verschmelzen und Einswerden, sondern eher, dass man sich diese Themen wie Freiheit, Autonomie in einer Beziehung bewahrt. Es könnte eben auch darum gehen, dass man sich nach was Neuem sehnt. Also sprich, dass wenn es zum Beispiel um eine langfristige Beziehung geht, dass dann auf einmal irgendwie frischer Wind rein möchte, dass man dann mehr Freiraum fordert vom Partner und seinen eigenen Weg gehen möchte. Das sind solche Themen, die da beleuchtet werden. Und was ich extrem spannend finde, ich habe mir eben auch Venus und Mars danach noch angeguckt. Das wird die letzte Konjunktion sein am 6.3. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt guckst du mal weiter. Wie wird das denn dann weiterlaufen, den restlichen Monat? Welche Aspekte werden die beiden Planeten dann noch bilden? Weil nach dieser Konjunktion laufen die beiden dann auseinander. Und da wird es dann so sein, dass Venus Mars wieder einholt. Venus ist ja generell schneller, aber aufgrund der Rückläufigkeit, die wir eben im Januar hatten, hat sie die Geschwindigkeit verringert und Mars konnte sie einholen. Und da, von daher hatten wir diese unheimlich lange Konjunktion von Februar bis in den März hinein. Normalerweise ist das eine Konjunktion, zack, die treffen sich an einem Tag. Es dauert ein paar Tage an und dann gehen die auseinander. Aber diesmal ist es schon was Besonderes, dadurch, dass die beiden so lange miteinander zusammen herlaufen. Also das Thema Liebe, das Thema Verbundenheit, das Feminine, das Maskuline, das spielt eine große Rolle. Und wenn du jetzt sagst, ich kann damit nichts anfangen, ich bin Single, ich habe auch keinen Bock auf jemand Neues oder was auch immer, dann wird es vielleicht einfach nur um Beziehungsthemen gehen, beziehungsweise um das Maskuline und um das Weibliche in dir. Ja, also sprich deine weiblichen Anteile, deine männlichen Anteile. Jeder Mensch hat beides in sich. Jeder trägt beides in sich und wir sind in dem Sinne schon komplett.
Wie lebst du deine weibliche Kraft? Wie lebst du deine männliche Kraft? Das möchte sich verbinden. Ja, das möchte eine Synthese eingehen. Also kannst du für dich da vielleicht, wenn du da ein Thema hast, was beleuchten. Und wie gesagt, also ich habe mir dann angeguckt, wie laufen Venus und Mars dann den restlichen Monat so weiter, welche Konstellationen bilden sie noch. Und Mitte März werden Venus und Mars ein Quadrat zu Uranus bilden. Venus dann am 19.03. und Mars am 22.03. Und Venus-Uranus-Quadrat ist letztlich so ein bisschen so die Beziehungsprobe. Also man wieder dieses Thema Freiheit, irgendwie was Neues. Da kann es eben sein, dass man, es könnte zum Beispiel sein, dass sich plötzlich ein Flirt ergibt. Es könnte aber auch sein, dass man irgendwie auf die Probe gestellt wird in Bezug auf Freiheiten und Unabhängigkeiten. Wie kann die Beziehung da noch standhalten? Mars-Uranus-Quadrat macht recht unruhig, impulsiv. Also Achtung, es könnte eben auch sein, dass man dass irgendwie plötzliche Wutausbrüche zustande kommen oder vielleicht auch in der verzerrten Form es zu einer Art vielleicht so leichtere Unfälle kommen könnte. Also Achtung. Mars-Uranus-Quadrat macht sehr impulsiv und schnell, man handelt unbedacht und man handelt so ein bisschen aus dem eigenen Interesse heraus und achtet dann nicht unbedingt so auf die anderen Personen, die da vielleicht auch involviert sind in einer Beziehung. Ja, genau, ansonsten werden Venus und Mars dann auch noch Konjunktionen mit Saturn bilden im Wassermann. Und Venus wird das dann am Ende des Monats, am 28.03. und Mars dann schon Anfang April, am 5.04. Wir dürften dann davon ausgehen, dass nach dieser Konjunktion dann auch wirklich dieses Thema dann abgeschlossen ist und sich dann in einer Form bearbeitet worden ist. Und bei der Konjunktion mit Venus, also Venus-Konjunktion Saturn, kann es wieder um dieses Thema Sicherheit, Stabilität gehen, sich was Stabiles, was Sicheres aufzubauen, Beziehungen, die da geschlossen werden können, langfristig halten. Und da sind es wirklich auch egal, welche Beziehungen, seien es Freundschaften, Geschäftspartnerschaften oder eben auch die Liebesbeziehung. Das kann aber auch wieder die Probe sein, was hat wirklich Bestand. Also das Saturn ist auch der Prüfer, das ist der, der alles auf den Prüfstand stellt und da auch vielleicht gegebenenfalls etwas wegradiert, was nicht mehr stimmig ist. Mars-Konjunktion Saturn, da ist die Tatkraft ein bisschen gebremst. Das Ganze könnte vielleicht ein bisschen zäh vonstatten gehen. In die Sachen, wo man Energie reinsteckt, wird man Geduld aufbringen müssen, damit sie wirklich gelingen. Aber dann auf jeden Fall werden sie über längere Zeit Bestand haben. Ja, ansonsten werden die Sonne und Neptun noch eine schöne Konjunktion am 13.03. bilden und das macht dann wirklich auch verträumt. Also wenn du in dieser Zeit wirst du vielleicht stark eine spirituelle Kraft spüren, wirst dich stark mit dem Göttlichen verbunden fühlen, wirst dich in Tagträume hineingeben können. Also diejenigen, die im kreativen Segment tätig sind, perfekt. Um sich künstlerisch zu betätigen, vielleicht schreibst du gerne, das macht wirklich sehr erfinderisch, regt deine Fantasie an. Da dürften so die ein oder anderen Impulse zu dir kommen rund um diese Zeit und dir Inspiration schenken. Und für diejenigen, die spirituell unterwegs sind, eben die ein oder andere Eingebung, Vision, die du da für dich entdecken darfst. Und dieser Neumondzyklus im Zeichen Fische wird dann am 18.03. in einen Vollmond münden im Zeichen Jungfrau. Und das ist der große Frühjahrsputzmoment. Also da werden wir dann merken, wir wollen aufräumen. Die Jungfrau-Energie trennt das, was nicht mehr nützlich ist, von dem, was einem Nutzen bringt. Und du wirst dann auf allen Ebenen den Impuls verspüren, du möchtest jetzt aufräumen. Sei es nun tatsächlich vielleicht dein Haus, dein Garten, dein Kleiderschrank, was auch immer, aber auch im Innen aufräumen, also deine Emotionen aufräumen, analysieren, schauen, was ist da los, auf deine Gesundheit achten, vielleicht auch auf deine Ernährung achten. All sowas sind Sachen, wo man dann das Ganze
ein bisschen mehr beleuchtet und auch so Themen wie Gesundheit könnten dann in den Vordergrund treten, dass du dich damit beschäftigst und da vielleicht auch für dich nochmal einen Termin machst bei irgendeinem Arzt, Heilpraktiker, was auch immer, um irgendwas durchchecken zu wollen, nochmal zu prüfen, ist soweit alles in Ordnung. Das Ganze findet auch im Sextil zu Pluto statt, das heißt, man geht auch extrem gründlich vor, man möchte wirklich auch alles richtig machen, richtig sortieren, schauen, was ist denn wirklich noch brauchbar für mich, wo habe ich noch einen Nutzen, auch vielleicht für längere Zeit. Also perfekte Zeit, um wirklich Ordnung zu schaffen und aufzuräumen in jeder Hinsicht, also sei es wirklich im Außen oder im Innen. Ja, und dann wird sich auch diese weiche Fische-Energie so langsam auflösen. Wir werden dann langsam in die Zeit des Widders übergehen. Das wird dann am 20.03. stattfinden, wenn dann die Sonne in den Widder übergeht. Und da wird es dann wirklich so eine Aufbruchsstimmung geben. Das heißt, in der Zeit der Fische geht so mehr in vielleicht in den Rückzug, in unser Herz, in die Spiritualität, mehr ins Gefühl, in die Emotionen. Und in der Widderzeit wollen wir dann aufbrechen. Ja, das ist so dieses Frühlingserwachen. Wir wollen durchstarten. Wir wollen was erleben. Vielleicht hast du dann mehr Lust, dich zu bewegen, Sport zu treiben, was Neues anzufangen, ein Projekt zu starten. Und wirklich auch deine eigenen Ziele zu verfolgen und umzusetzen. Ja, meine Lieben, so sieht's aus. Das ist die Vorschau gewesen für den Monat März, die astrologische. Und ja, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls ihr persönliche Hilfe braucht, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ich biete astrologische Beratungen an und auch Kartenlegungen. Dazu einfach mal auf meiner Homepage vorbeischauen. Ich habe sie hier unter diesem Video verlinkt. Und ich freue mich über ein Abo, einen Daumen hoch, einen lieben Kommentar. Und ihr könnt mir auch auf Instagram folgen. Da heiße ich artemis.astrologie.tarot. Auch das ist unter diesem Video verlinkt. Und ich wünsche euch allen, meine Lieben, einen zauberhaften, wunderschönen März und ganz viel Licht und ganz viel Liebe. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.